So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Der Romantik, der will ja immer, dass wir Burger testen. Und ich habe jetzt die ganze Zeit immer andere Sachen gemacht, weil bei uns in der Umgebung gibt es einfach nichts mehr. Da habe ich alles ausprobiert, aber Pupsi hat mir was empfohlen. Hat gesagt, hier beim Istanbul Grill gibt es gute Burger. Da hat sie mir letztens so einen XXL Chili Burger mitgebracht oder Chili Cheeseburger. Den fand ich schon genial. Hab dann gesehen, dass es auch noch größere, bessere Burger gibt, die vor allem mehr kosten, wo mehr drauf ist. Da wollten wir uns heute mal hinbegeben und mal gucken, wie die schmecken und wie das so aussieht. Ich war das nämlich noch nie essen. Und Romantik freut sich natürlich, dass es endlich wieder Burger gibt. Wir stehen jetzt auch hier davor. Istanbul Grill, könnt ihr hier hinter mir sehen, ne? In Meiningen, ganz wichtig, wenn ihr mal in Meiningen seid, kommt mal vorbei hier, kommt mal zum Istanbul Grill. Wir gehen jetzt aber rein, gucken mal in die Karte, was es gibt. Also eigentlich war ich schon drin, aber ich muss jetzt das Intro danach sprechen und schneide es dann vorne ran. Nur so zur Info, nicht dass ihr verwirrt seid. Ich zeige euch das auch nochmal, wie das hier aussieht. Istanbul Grill in Meiningen, wunderbar. Hier steht auch nochmal die Telefonnummer, gibt's Pizza, Döner, alles Mögliche, alles was ihr wollt. Könnt da reingehen, könnt da essen. Also wir sehen uns drin, bis dahin. Ja. So, wir sind also drin angekommen. Hier sieht es relativ komisch aus, wie im Keller. Ihr seht schon, die Lampe leuchtet hier. Aber es sieht aus, als würde mir jemand mit einer Taschenlampe ins Gesicht leuchten. Istanbul Grill auf jeden Fall. Wir gucken mal kurz in die Karte und schauen mal, was wir nehmen. Hier haben sie natürlich, wie bei einem normalen Dönermann, auch hier Pizza, Schnitzelgerichte, Dönertaschen, alles Mögliche. Hier gibt es sogar Pizzasoße Hollandaise, also Pizza mit Soße Hollandaise. Also gibt es bei uns nicht. In Meiningen findet ihr alle Pizzen immer mit Soße Hollandaise. Jetzt mache ich mir hier aber Schatten. Schnitzelgerichte, amerikanische Pizzen, Pizza à la Döner. Vor allem die Namen auch immer. Wasa, Steven, deutsche Flagge, Spitzweg. 100 Wasser Marcel. Richtig brutal. Wir haben auch noch, was steht hier? Ich muss es immer so hochheben. Pizzaiana, Rucola, Garnele. Heißt ja auch Garnele mit Vornamen. Schreibt es mal in die Kommentare. Wir wollen uns heute aber mal einem Burger widmen. Da der Romantik immer sagt, dass er gerne Burger isst. Stellen Sie es einfach hin. Und zwar haben wir uns einen Burger rausgesucht. Hier steht auch dabei extra. Neu Burger mit verschiedenen Soßen und der fetteste in der Karte ist hier der Big Rhön Burger mit zweimal Fleisch, Sesambrötchen, Spiegelei, Käse, Eisberg, Tomate, Gurke, Zwiebel, Ketchup für 8,50. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Ihr wisst, wir nehmen eigentlich immer das größte und saftigste aus der Karte und ja, da freut sich der Romantik bestimmt. Jetzt ist der Burger natürlich schon da, eigentlich wollte ich den dann filmen, aber es hat sich gerade ein bisschen überlappt. Der Romantik sagt ja eh jedes Mal, Ramses, teste mehr Burger, geh los und immer Burger essen. Burger hier, Burger da. Wir warten jetzt, bis der Burger kommt, obwohl er schon da ist. Ich muss nämlich nochmal einen Zwischencut machen und zeigen euch dann mal, wie der aussieht, wie der schmeckt, wunderbar. Wie groß der ist vor allem, für den Preis von 8,50 erwarte ich da was richtig Leckeres. Hab heute auch extra noch nichts gegessen. Und Grüße gehen raus natürlich an Romantik. Ich hoffe, er freut sich über die Burger-Folge. So, der Burger ist da. Was nicht verwunderlich ist, der kam ja eben schon. Aber er musste ein bisschen tricksen. Zeigen ihn euch mal hier auf dem Brettchen. Guckt euch das an. Das sieht doch gut aus. Ihr seht auf jeden Fall das Ei. Ist das Ei? Wo ist denn das Ei? Das ist auf der anderen Seite. Das ist runtergerutscht. Das ist die Scheiben. Wegen den Burgerscheiben ist das jetzt verschoben. Ich glaube, wir müssen den mal ein bisschen herrichten nochmal. Sieht auf jeden Fall gut aus, ist auch schön groß. Wenn ihr den hier in die Hand nehmt, ihr seht, der ist ganz groß wie meine Hand. Normale Burger reichen immer nur für die Mitte. Hier habt ihr wirklich die zwei Scheiben Fleisch drauf. Hier unten ist das Spiegelei. Wir heben das mal an, versuchen das nochmal wieder ein Stück hier hochzuziehen. Warte mal, das klappt mal auf, dass es wieder hier hochkommt. So, Käse drunter, Tomate, alles dabei. Das Brötchen kommt auch wieder drauf am Schluss. Ist also ein richtig fettes Teil auf jeden Fall. Sieht gut aus, sieht saftig aus, macht auf jeden Fall was her. Hier haben wir auch Besteck dazu bekommen. Die Finger sind schon dreckig. Wir sind aber natürlich gespannt, wie es schmeckt. Nicht an die Hose schmieren. Und Pupsi kann ja mal kurz die Kamera halten, wenn ich abbeiß.
So, wir haben es jetzt versucht hinzukriegen, dass wir im Lichtsinn den Burger nehmen können, mal reinbeißen können. Jetzt muss ich gucken, dass nicht alles runterfliegt. Wir nehmen den auf jeden Fall in die Hand. Guckt euch an, was für ein Monster schon wieder. Wenn wir den rumdrehen und beißen jetzt natürlich mal rein. Der dampft noch. Das seht ihr aber nicht. Schmeckt irgendwie ein bisschen fruchtig. Das Fleisch kommt aber deutlich raus. Hat einen guten Beef-Geschmack auf jeden Fall. Ihr merkt die Salate, ihr merkt das Ei, ihr merkt alles. Ihr merkt, dass Pupsis Arm wehtut und die Kamera immer weiter runterkommt. Und ihr habt so eine Currynote. Wir melden uns gleich einfach nochmal. So, wir sind jetzt wieder raus auf jeden Fall. Und es hat wirklich sehr gut geschmeckt. Ich muss es nochmal betonen. Das Fleisch war auch richtig ordentlich. Zwei dicke, fette, saftige Scheiben drauf. Auch das Spiegelei darüber hat das Ganze nochmal leckerer gemacht. War eine richtig gute Kombination dazu. Hat geschmeckt, hat eine gute Größe gehabt. Preislich kann ich mich jetzt auch nicht beschweren. Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Und würde ich auf jeden Fall nochmal essen, würde ich auch empfehlen. Wenn ihr das nicht kennt, geht mal hin, testet's mal. Und ich musste jetzt aber raus. Ich fand trotzdem die Kulisse, so das Ambiente drin, war jetzt nicht das Beste. Das Essen super, da sage ich nichts, aber man war sich irgendwie ein bisschen verloren, wenn man da rumgesessen hat. Alles war so düster, alles dunkel wie im Kellergewölbe. Die Belichtung jetzt auch nicht die beste, deswegen konnte ich das auch drin kaum filmen. Pupsi konnte auch die Kamera nicht halten von ihrer Seite aus, weil wir direkt unter dieser komischen Lampe gesessen haben. Da hat man dann einfach gar nichts mehr gesehen. War ein bisschen kompliziert jetzt mit dem Film. Deswegen mache ich das Feedback jetzt auch draußen. Aber geschmacklich wunderbar. Richtig guter Burger, der Big Rhön Burger. Esst den mal, wenn ihr mal hier in der Nähe seid. Und wir gehen mal los. Vielleicht finden wir irgendwo wieder mal ein schönes Restaurant oder irgendeine Burgerbude. Aber wir testen ja immer alles, was es so gibt. Pupsi holt jetzt noch Katzenfutter. Ich guck mal, ob ich sie finde. Und dann war's das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wieder. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.